Hallo! Wir betreten den Umschlagplatz und machen heute mal wieder ein bisschen Team-Deathmatch. Yo. Erforderliche Rang 30. Oh, schön. Oh, cool, da bin ich ja super mit und meinen Schlüsseln. Alter, ja. Walle, wir sind immer die Kleinsten. Alter, ja, das ist voll peinlich. Ich bin immer der Kleinste, überall. Aber auch im Bett. Ja gar nicht. Auch im Bett, echten, ja, ja. Im echten Leben leider zum Glück nicht. Also, was heißt leider zum Glück? Hm. Ja, ja. Lassen wir das. So, wir. Was war das? Was war das? Hey, was ist eigentlich euer Lieblingsradiosender? Schreibt doch mal in die Kommentare. Ich habe für diese Mission jetzt VBR genommen. Oh, ich habe aus Versehen Radio Mirror Park, das wollte ich gar nicht. All we hear is Radio Gaga, Radio Gaga. Das ist ein cooler Track sogar. So, ach, cooles Gauna. Team. Ein cooles Team. Wir? Gauna, bleiben wir da, ne? Ja, klar. Ja, ist natürlich wieder Team Balancing, ist natürlich wieder super. Ja, toll, bei den Schlägern ist jetzt keiner. Ganz ehrlich, dann gehe ich rüber zu den Schlägern. Ja, da bin ich ja auch. Okay, da komme ich auch rüber. Ach so, warte. Was? Natürlich mit der Lasergurke. Also, es tut mir leid, so. Lasergurke, aber dein Nickname macht mir ein bisschen so Angst. Wir mussten ein bisschen ausgleichen, aber dafür haben wir das kleinere Team jetzt, glaube ich. Ja, natürlich, alle gegen Heideltraut wieder hier, ja, so ist es in der... So alle gegen Heideltraut! Jetzt 5-4, weil schnell sind noch welche gewechselt gerade in letzter Sekunde zu den Schlägern, die wir gerade darstellen, beziehungsweise alle außer Heideltraut. Yeah. Heideltraut hat eine dicke Granate sind 4 in der Hand. Gegen 4, das ist cool. 1, 2, 3, 4, 5 gegen, gegen Leute, 5 gegen andere Leute. 5 gegen Willi. Willi will's wissen. Wer fährt denn? Müssen wir da erst rüber, oder was? Ja, ja. Ich steig mal hier ein, zur Sicherheit. Okay, dann geht's los. Ach, guck mal, das sind 2, 4, 5 Spieler gegen 3. Du kannst echt, der 616-Player ist so ein Lieber, Alter. Der lässt sich sogar einsteigen, Gronkh, hier den Platz. Hä? Ach, ja, Quatsch. Der ist extra nicht eingestiegen wegen dir. Oh, das ohne ist aber netter. Jetzt. Das ist aber netter, ey. Der ist echt ein cooler Typ, ey. Der hat mich auch schon mal beim Rennen, also mich aus Versehen weggecheckt hatte, vorgelassen und so. Echt. Ach, super. Sehr solidarischer Mann. Fahr doch! Willi will's wissen, Willi will's wissen. Der Willi will's wissen. Willi mit der Brilli. Willi. Was? Bitzen. Wir haben ja in den letzten Folgen ja viele musikalische Sachen hier gemacht. Heute fahre ich mal direkt aus der Windschutzscheibe. Der gute Gregor hat ja ein bisschen Beatbox gemacht, ja. Dann hat er ein Pferd imitiert. Ihr könnt ja mal, wenn ihr Bock habt, so ein Video zusammenschneiden. Ja, die besten. Hey, die Beatbox habe ich außerhalb von der Aufnahme gemacht, weißt du? Ja? Ne? Ja. Oh, okay, Leute, das ist jetzt der Shop-Stil. Der Dennis, ey. Das siehst du mal, wie er bei der Sache ist wieder, weißt du? Ich bin noch. Aber. Geil, der Profi. Mal weniger Wichsbewegungen machen, mehr aufpassen. Pock. So. Die ganze viele Gangster in dem Gebiet. Alter, was macht der denn? Gar nicht. Ja, das verstehe ich jetzt aber auch nicht. Ich bin tot. Guck mal, die Noobs. Alter, der ist die ja Noobs. Alter, das gibt's ja wohl was nicht. Was ist passiert? Ich wurde direkt da reingefahren. Ich konnte nicht, ich konnte auch nicht mal, ich wurde auch direkt da reingefahren. Konnte du bist nicht mal aussteigen, Noob, weil da eine Mauer an ein Tür Noobie, war. Ein Noobie. Aber was ist passiert? Hat euch jemand abgeschossen oder was? Da sind ganz viele, die uns abschießen wollen. Ja. Mhm. Das Rot, also vom gegnerischen Team? Nee, auch so. Gegner, NPCs. Das wusste ich gar nicht, dass es sowas überhaupt gibt, ehrlich gesagt. Aber hier reicht's langsam. Oh, ich wurde gerade Motherfucker genannt. Echt, von wem? Von so einem NPC. Ah, fuck, ich habe aber einen erwischt. Boah, das gibt's doch gar nicht. Na, die Lasergurke ist klar. Oder? Lasergurke ist hammergut. Da muss man. Oh! War das nicht der Sniper ist sogar? Absoluter Profi. Das war doch der Sniper, ne? Der letzten Folge damals. Crazy, wie ich da weggeballert bin. Crazy Eight. Na, Tobi? Ja, genau. Über uns ist jemand. Tobi, ich bin bei dir. Ja, ja, ich weiß noch nicht, ob wir hier richtig sind. Vielleicht klettern wir mal hier hoch. Ja. Oder? Ja, meinst du eine gute Idee? Dann machen wir einfach mal. Ich weiß nicht, komm, hier gehen wir lieber hier lang. Ich gehe einfach mal hier hoch. Okay, ich gehe mal hier lang. Mal gucken, wer mir so entgegenstreut. Ach, hallo. Yeah. Tut mir leid, Avenger. Das ist der Gronkh. Das ist gut. Vorsicht, du bist in der Schusslinie. Wow. Oh. Vorsicht, Alter. Ach cool, hier liegt Geld. Ich steig mal hier in die Deckung gerade. Hier stehen wir aber ganz gut, ne? Will ich gerade mal versuchen, den Truck zu holen, einfach schnell. Oh. Okay. 616 holt sich den Truck, glaube ich. Mann, ey! Wo rennt denn der Gronkh in, der alte Psycho? Ich bin mit dem Truck, Leute. Okay, fahrt los. So. Hinten rein geht leider nicht. Okay, leider. Nee, fahrt los. Oh, hinten hat er gesagt. Okay. Scheiße. Ach, scheiße. Ich hab's ja beide alle geblättet, aber...
Ich hab Lasergurke erwischt. Wir haben den Truck, wir haben den Truck, wir haben den Truck. Nicht mehr lange. Wir haben den Truck, wir haben den Truck. Alter, ne. Lasergurke Alex, krass. Lasergurke ist echt gut. Ihr hattet den Truck, ihr hattet den Truck. Gekriegt überhaupt, weil ich daneben stand. Aua. Lasergurke hat Gronkh zusammengeschossen. Ach Mann! Na Dennis, wolltest du mich töten? Der gelbe Punkt ist der Truck, wenn ich mich nicht irre. Ich hab einen Haftbefehl auf dich geschmissen. Nee, zum gelben Punkt müsst ihr hin. Ah, okay, wo ist der Truck? Nein, der gelbe Punkt ist ein Gegner. Ah, der blaue, alles klar, ja klar. Alter, jetzt bin ich hier mitten im Wald gespawnt, wie komme ich denn jetzt zurück? Einer von uns hat aber diesen Truck, ne? Ja, wie ich das sehe? Der 616. Ja. Alter, ich sehe den nicht. Muss man jetzt irgendwo eine Karre schnappen? Kommt da eine Karre? Och nee! Du hast Heidetraut voll Blei gepumpt. Und ich mach die Karre. Du hast Heidetraut voll Blei gepumpt. Ja, da lacht er, hört er nicht gerne. Das ist scheiße. Ich bin jetzt aber gleich auch voller Blei, glaube ich. Weißt du, was vor Blei ist? Ich kann das Auto nicht einsteigen, diese Kackkarre, die du da hingeknallt hast. Ja, da jetzt, ja, das gönne ich dir, ey. Das gönne ich dir. Ich bin berg runtergefallen, super. Gönn ich dir, das gönn ich dir. Dennis, ich hab dir das doch beigebracht. Linker Fuß, rechter Fuß. Linker Fuß. Aua, fuck. Aber ich hab doch so Stützen an den Beinen. Steve Morgan. Ah, Transport ist abgeliefert. Yeah. Sehr geil. Ja, verliert sie denn Noob? Gewinner. Wer ist denn Noob? Nee, mit euch spiele ich nicht mehr. Ihr cheatet ja. Loser, yeah. Loser. Ey, cool, 2000 ist schon nice, oder? Nice, $20,000. Wir müssen noch Dennis verarschen. Ja, okay, 5 gegen 3. Ja, man muss ja mal sagen, das ist ja mal gar nicht unfair. $20,000 ist echt schon krass, oder? Dennis, willst du einen Baby Booby Burger? $20,000 ist geil. Oh, ich bin oft gestorben, aber... Statistik ist sogar positiv, wow. Und Gronkh erst, Wahnsinn. Hey, unfassbar. Boah, Lasergurke Alex. Ein Kill war von mir, kann ich stolz sagen. Boah, 6-16-Player hat aber auch aufgeräumt, muss man sagen. 7 Kills, 0 Tore. Waren jetzt auch nicht ganz faire Teams, muss man echt sagen. Nee. Ne? Das finde ich gut, dass einer das wenigstens hier sieht, ja? Einer sieht es wenigstens hier. Obwohl ich natürlich auch kein Handicap eher bin. Tarazza, drück mal Y. Gronkh und ich sind Handicaps. Tarazza, drück mal Y. Heidetraut kämpft natürlich wie ein Löwe auf V3, muss man sagen. Gut, der ist so gut einfach, dass es schon wieder fair war. Und jetzt? Was wollt ihr jetzt spielen? Wir können ja mal. Truckrennen, oh Gott. Können ja mal, ein Truckrennen ist da auch mal geil. Mach's wie ein Trucker, rauf auf die Piste und fahr, bis der Sprit alle ist. Punkt-zu-Punkt-Rennen für Landfahrzeuge durch den Hafen Los Santos, ja, pff, nee. Wir können ja mal. Beeilt euch, setzt sofort, geht gleich los. Transportrisiko. Okay. Ja, machen wir mal. 3 bis 12 Spieler. Das ist doch mal geil. 3 bis 12, das geht. Boah, das muss ja eine Riesenmission sein, oder? Ja. Irgendwie hat unser Team von einer Lieferung der Lost erfahren, wenn ich das richtig. Eine gute Serie übrigens. Was auch denn? Wenn sie irgendwie ein bisschen. Also eine Lieferung von der Insel oder was? Von der Insel direkt. Achso, ja, okay, verstehe ich. Von der Insel. Namaste, mein Freund. Die haben da so ein Speditionsunternehmen aufgebaut auf der Insel inzwischen. Soulwax gefällt mir auch als Radiosender. Ja, Soulwax ist auch cool, aber. Mit Nonstop das Problem Pop ist leider. Ja, am besten laut aufdrehen. Ach nee, kann ich ja gar nicht. Nonstop Pop ist echt geil, den höre ich auch immer. Ja, aber vor allen Dingen auch im Let's Play auch, das ist sehr gut. Auf jeden Fall. Gibt's überhaupt keine Probleme. Currywurst ist auch dabei, yeah! Ja! Sie hat aber nur 61%. 61% nur die Mission. Das ist Makrone Fahrrad, ey, den können wir auch, Makrone, oder? Hatten wir schon mal. Mach mal ohne Fahrrad, Junge. Mach mal ohne Fahrrad, Junge. Geh doch mal zu Fuß, das ist gesund für dich, yeah! Denn gesundes Spazierengehen entspannt die Gliedmaßen und auch das innere Wohlbefinden. Alles okay? Ja, 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 ja. Spazierengehen ist total gesund. Deswegen gehe ich gerne auch mal mit dem Hund oder um den Block herum. Yeah. Denn spazieren, da sieht man auch viele Leute, die vielleicht auch mal spazieren gehen oder vielleicht einkaufen oder wohin sie gehen. Man weiß es nicht genau. Manchmal ein Mann und manchmal eine Frau. Ey, das ist super mit dem Beat. An gerade. So, jemand bitte das schneiden. Yeah. Oh Gott, so. Ja, da sind wir verlassen. Und gerade, als du gesungen hast, kam By the River of the Night. Rivers of Babylon. Los geht's. Oh, wir sind alle in einem Team. Lass mal bereit, Bier machen. Komm. Ja. Ja, ich bin alleine, was ist das denn? Yeah, bereit zum Spielen. Ey, Leute, das ist doch mal mehr als Game. Nee, das ist behindert. Ah, ja, geil. Scheiße, das ist echt behindert. Ja, Leute. So viel zu Fairness? Team ist Dennis. Die Leute sind zu uns gejoint. Finde ich irgendwie geil. Ich weiß nicht warum. Nee, ey, ihr seid so gespackt. Ich finde das super.
Also lustig ist es auf den ersten Moment, aber irgendwie. Ja, natürlich, lustig. Wird ein bisschen lahm, aber Dennis ist halt Pro-Gamer. Der wird das Kind schon schaukeln einfach. Wir wissen es ja. Ich schaukel dich gleich. Das Einzige, so, was du schaukelst, sind meine Eier. Ja, genau. Ey, was muss ich denn jetzt hier machen, Kinder? Eier, wir brauchen Eier. Ey, wie geil. Nee, guck mal. Es ist aus Teambalance gab's zum Glück. Oh. Es sind gar nicht so wenige bei dir, Alter. Doch, ich bin alleine. Team 1, Team 2, Team 3, Alter, mein Guter. Ich würde gerne mitfahren, ihr Assis. Das geht nicht, das sind nur welche. Zweisitzer, glaube ich. Ihr seid mir welche, weißt du? Ja gut, dann fahrt doch ohne mich, ihr Schweine. Okay, tschüss. Es sind drei Teams. Was macht der? Ey, du kommst einfach nicht hier weg. Hier steht kein Auto mehr. Hier oben ist noch ein Truck, hier oben ist noch einer. Okay, dann komme ich mal dahin. Es sind drei Teams, Leute. Hier ist auch Laser. Drei Teams? Alle Tries zusammen. Ach, Heidetraut ist ein eigenes Team. Bitch. Geil. Alter, einfach geil. Ich muss jetzt hier zu Fuß lang. Ich sag euch, ich fiste euch jetzt sowas von weg, ja? Mit deinem Mäusefäustchen, ganz ehrlich, kneif ich dir ab. Mit beiden, ja? Die kneif das ergibt ich eine dir ganze ab. Faust. Da zieh ich einmal zusammen, dann bricht die Hand. Oh. Hey, Curryschalke, Alter. Rein, Jungs. Der Arsch sei halt trainiert, ne? Ja, so. Ja. Die Arschmuskulatur. Kann ich auch Diamanten schneiden? Ich glaube nicht, dass ich mal in der Nähe des Lastwagens überhaupt komme. Ich muss echt sagen, die Mitspieler, die wir haben, sind echt verdammt coole Jungs. Ja, ja, auf jeden Fall sogar. Ganz großes Lob an euch, dass ihr so cool mit uns spielt. Genau. Hier. Der Tobi und ich haben mit der Currywurst mal so privat gezockt. Ja, das ist ein cooler Typ, muss man echt sagen. Ne, Tobi? Ach, ihr zockt privat? Ja. Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ne? Nee. Komm, jetzt, ich verrate dir mein Geheimnis. Der Tobi, ne? Der ist schon Level 40. Ach, du lügst doch, Alter. So mies ist der nicht, dass der ohne uns bis Level 40 machen würde. Weißt du? Der hat sich auch, aber man munkelt, der hat sich auch ein Auto gekauft. Das glaube ich keine Sekunde. Nicht Tobi, dieser ehrenvolle Tobi. Tobilob.de. Ach, schön. Jetzt, was für einen beschissenen Wegpunkt fahre ich eigentlich? Ist der richtig? Weil nein, 10 Kilometer sind wir schon. Du musst nämlich 10 Kilometer fahren, ja. Kilometer? Du heiliger Bimbam. Wir fahren gerade mit Karin. Ich habe eine Abkürzung genommen. Habt ihr in eurer Kindheit eigentlich Capri-Sonne getrunken? Klar. Sicher ist sicher. Ja, was denn für eine Sorte immer? Orange. Kirsch. Oh. Orange ist viel besser als Kirsch. Der Sarazar trinkt nur Cola, das erklärt das ADS-Syndrom. Mal so. Nur Cola? Ich sehe schon die Kommentare, dass die mich alle so hassen. Ja, du trinkst mal so Mango-Zeug, ey. Eistee trinkst du doch, ne? Das ist die Mango-Schorle im Alpha, die, nicht Mango. Maracuja-Schorle, die war es, genau. Ja, okay. Oh, da vorne fahren so zwei Rotzlöffel. Wir kriegen Besuch, cool, aber Besuch. Das war ein guter Stunt, ihr Curry. Von hinten. Hier, aber ich muss ja irgendwie auf die andere Seite. Aber der Tobi fährt so souverän, dass sämtliche Feinde irgendwo weit hinter uns liegen. Super angenehm. Tobi, echt super. Ja, die Straße ist auch leer, ne? Ist ja auch Sonntagmorgen gerade, weißt du, da guck mal in die Windräder rein hier, ist schön. Oh, da sagst du es. Ach Mensch, lass dich von mir nicht verunsichern. Einmal nach hinten gucken. Ja, da würde ich aufpassen, weil da sitzt der Gregor hinter dir. Und nein, er will mir auf den Hintern gucken, das ist das Geheimnis. Der will gucken, ob da ein Mäusefäustchen noch drin steckt. Oh, Backe. Oh Mann, der arme Ach, Tobi. Dennis, ich spiele dich wie eine Handpuppe. Alter, Heidetraut! Yes! Selbstmord! Ey, die waren doch direkt bei mir hier vorne. Ja, was willst du? Komm her! Dann pass mal auf, die Heidi ist bei dir in der Nähe, da musst du aufpassen. Ja, Heidi hat dicke. Okay, ich hab grad irgendwen überfahren. Den Truck da sollen wir klauen? Sieht so aus! Oh, ich guck mal, da kommt einer. Oh, fuck it! Wo ist er? Komm, sag ich mal fuck it, nicht mal aus. Ist das ein Auto oder das Dingens? Das Auto, das ist ein Feind und der Truck davon, den müssen wir klauen irgendwie. Den Truck? Scheiß drauf, Curry. Ist das Auto der Feind, oder? Schnapp mir hier die Karre. Okay, einer ist tot, der Feind ist tot. Alter, jetzt verschwindet das Fahrzeug eiskalt. Das ist ja strange manchmal, wirklich. Wer ist denn hier, Currywurst? Das ist der Heidel. Aha! Scheiße! Fuck it! Ah! Das war Lasergurke, ist aber kein Feind. Was? Boah. Ich hab doch. Der Truck steht. Ich hab auch fett angeschossen gerade. So, warte. So, Curry, fahr mit los. Danke fürs Warnen, Alter. Steigst du ein? Ach, der Sarazin hier. Geh doch mehr Türkenbücher schreiben. Oder was auch immer der geschrieben hat. Tut mir leid.
Boah, ich hab der Sarazar tötet mich immer, bitte mal haten. Der Erik noch da? Ich habe die Lost-Typen gerade vernichtend geschlagen, aber wer weiß, wie lange das währt. Fuck. Ich glaube, der Erik hat gerade einen Disconnect. Oh, der ist aus dem Teamspeak aufgeflogen. Aber na, ihr komm. Seid noch da, ne? Na komm, na komm. Ich bin noch da. Gut, gut. Gerade. Ja, ich habe den geil. Schöner Angriff, muss ich sagen. Aber was ist jetzt nice, mit dem Erang los? Wo ist denn unser Gregor? Der ist rausgeflogen, scheinbar. Oh, scheinbar ein Internet-Disconnect oder sowas. So. Ich warte hier, Heidi. Na komm, sein Mann. Ich warte hier auf dich. Ja, ich hab kein Auto, ich warte auf dich. Oh, du bist ja ein armer Kerl. Ach, der Curry und so, die warten hier schon die ganze Zeit auf mich. Ich fahr mal los. Ey, jetzt ist der Gronk wieder hier, warte. Der lockt sich gerade bei mir ein. Der steht hier eingeloggt. Das ist ja strange. Warte mal gerade, nicht töten, bitte. Jetzt ist er wieder weg. Hä? Ja, er ist rausgeflogen wahrscheinlich. Okay, weiter geht die Tour. Ich bin aber fast da. Ah, cool, ich schlag mich hier gerade mit denen rum, beziehungsweise wer von denen verfolgt. Aber so schnell kriegen die Weicheier mich nicht. Weicheier nennt er uns. Also mich allein im Team hier. Nee, Quatsch. Ich frag mich nur, was mit Erik ist. Das ist ja ein bisschen doof jetzt. Ja, ist ein bisschen kacke, ne? Das ist dramatisch. Nicht, dass er nicht mehr wieder reinkommt. Das wäre natürlich doof. Hm. Das stimmt. Aber die Mission ist also gleich bestimmt auch beendet, oder? Wenn ich jetzt nicht abgeknallt werde? Wow. Na gut. Da müssen wir jetzt durch, Freunde. Okay, dann will ich mal Gas geben. Tobi, du bist weiter an der Front vorne, ne? Ich bin noch 1 Kilometer, da bin ich da, ja. Sau gut. Ich brauche ewig noch, bis ich da bin. Boah, da könnt ihr ja Rauswürfe mal aufhören. Ja, die Gronk ist echt nicht mehr im Spiel, gar nichts. Nee, ist doch bei, wie gesagt, bei Teamspeak ist er auch raus. Ja. Aber gleich haben wir es geschafft. Wow. Oh, sehr geil, Legend, Mr., wie auch immer du heißt. Hat er mich mit einer Haftbombe weggesprengt, ey. Hofti, schwör, ey, voll krasser Scheiß hier. Wo bin ich denn jetzt? Okay, ich bin auch unterwegs, aber ich brauche noch eine Ewigkeit. Oh, ja, der Player ist gestorben, unser Alter. Langer Weg. Alter Homie. Deal den Lastwagen. Alter Falter! Hast du den Lastwagen schon, Tobi? Ja, ich bin gleich da. Ach, geil. Nee, Tobi, weißt du, so ein Verräter bist du. Du hättest den noch gar nicht. Doch, natürlich. Dann drehe ich natürlich wieder um, weil dann müsste ich ja in deine Richtung fahren hier. Ja, der Sarazar will lieber töten, der ist gewalttätig, Leute. Ja, bin ich auch manchmal, aber nur virtuell, ja. Und nur gegen Spieler wird. Wow! Man nennt ihn nicht umsonst die Killerfaust. Ich habe ja ein Herz für virtuelle Menschen. Ich hab's geschafft! Ja, Mann, geil. Cool. Ja, lass mal Heidel von Tobi Nator 612 abgeliefert. Verlierer. Plötzlich steht ein Lieutenant bei mir auf dem Dings hier drauf. Auf dem Deckel. Ja, Leute, es tut uns leid, dass der gute Gronk nicht mehr dabei ist. Ja, wir sind natürlich verunsichert. Was ist los? Er ist von uns gegangen. Ist sein Rechner explodiert? Wo ist er bloß? Der NASA-Rechner. Ja, könnte passieren, ohne Scheiß. Man weiß es ja nicht. Boah, ich habe ja 4 Kills. Wie habe ich denn das gemacht? 4-1? Was? Der Gronk wird hier auch nicht mehr gelistet. Das heißt, diese Nummer ist wohl ohne den Gronk. Deswegen beenden wir jetzt diese Folge hier. Ja. Und melden uns dann in der nächsten Episode wieder zurück, leider, liebe Freunde. Das ist jetzt ein bisschen doof, aber wir können nicht ohne den Erik weiterspielen. Deswegen verabschieden wir uns. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Ja, das war jetzt natürlich ein bisschen blöd, dass der Erik jetzt rausgeflogen ist aus dieser Folge. Ja, Transportrisiko haben wir noch irgendwie weitergemacht, aber hoffentlich. Ah, da ist er ja wieder. Da ist er ja wieder. Alter, ey, zum Kotzen. Ich habe ja gerade komplett den Connect verloren. Das gibt's doch gar nicht, Alter. Scheiß Router. Das ist ein tolles Auto.